Nach einem Jahr Abwesenheit ist der 1. FC Köln zurück in der Bundesliga. Grund genug, jetzt zum Saisonstart natürlich auch mal auf die Kölner Kaderplanspiele zur Saison 19/20 zu gucken. Allen voran tut das ein neuer Trainer, denn Achim Beierlorzer ist der neue Mann in Charge. Der hat keine Vergangenheit in der Bundesliga. Armin Fee hat ihn geholt vom Jan Regensburg aus der zweiten Liga und dort hat er gute Arbeit geleistet. Armin Fee ist sich sicher, dass die Mannschaft erstligatauglich ist und die Klasse halten kann. Er hat einige interessante Verstärkungen geholt für die Kölner und hat dabei in der zweiten Liga in Belgien und in den Niederlanden geschaut. Und ein interessanter Mann kommt für die rechte Außenverteidigerposition. Kingsley Ehizibue, der spielte zuletzt bei PEC Zwolle, ist 24 Jahre alt. 2 Millionen Euro kostete er und er ist mit seinen Fähigkeiten prädestiniert für die starken Stoßstürmer, die die Kölner haben. Hat in der vergangenen Eredivisie-Saison 32 Spiele bestritten und 8 Torvorlagen gegeben. Hier haben wir seinen einzigen Treffer, den er darüber hinaus erzielt hat. Zwolle keine ganz so gute Saison gespielt, aber Ehizibue war ein starker Spieler für Zwolle. Also auf ihn kann sich Köln freuen. Genauso freut man sich im defensiven Mittelfeld auf den Belgier Birger Verstraete. Das ist der bisher teuerste Neuzugang der Kölner. 3,5 Millionen Euro überweisen sie für den 25-Jährigen an KAA Gent. Er hat auch schon einmal für die belgische Nationalmannschaft gespielt. Zuletzt war er immer sicher aufgestellt für Gent in der Jupiler Pro League. 34 Spiele, 5 Tore und 3 Vorlagen. Seine Bilanz sogar noch besser in der zweiten Liga. Der zweite Kingsley-Neuzugang in Köln, Kingsley Schindler, der hat bei Holstein Kiel eine sehr gute Saison absolviert. Auch er bekommt, wie die beiden vorher, einen 4-Jahres-Vertrag, kommt ablösefrei aus Kiel und hat zuletzt in 23 Zweitligaspielen 6 Tore erzielt und 7 Vorlagen gegeben. Das sind sicherlich die prominenten Neuzugänge. Darüber hinaus gibt es einen neuen Ersatztorhüter. Julian Kral kommt von RB Leipzig. Ablösefrei, ist 19 Jahre jung, soll lernen. Timo Horn ist als Nummer 1 gesetzt. Kral bekommt einen Vertrag bis Juni 22. Und darüber hinaus gibt es noch einige interessante Spieler, die aufrücken aus der U19 des Vereins, aus der Junioren-Bundesliga. Und wir haben sie hier mal herausgestellt. Da ist einmal Thomas Ostrak ganz rechts. Der wird weiterverliehen in die österreichische Bundesliga. Dazu Noah Katterbach. Auch er eher wahrscheinlich ein Mann, auch da noch für die zweite. Und Darko Ciolinov, den Namen vielleicht schon mal merken. Der hat in der letzten Saison richtig gut eingeschlagen in der Junioren-Bundesliga. Hat 18 Tore da erzielt. Mal sehen, ob sie ihren Weg schon in die erste Mannschaft gehen können. Köln also in dieser Saison relativ moderat, was die Ausgaben betrifft. Wenn man das vergleicht mit den Vorjahren, dann ist das in dieser Spielzeit durchaus wenig, was man ausgibt. 2016/17 waren es 8,35 Millionen Euro. Guirassy, den wir hier sehen, kam damals von Lille für 3,8 Millionen Euro, ist nicht ganz so gut eingeschlagen. 6 Transfers gab es in der Spielzeit. 2017/18 waren es dann 40 Millionen, allen voran für Córdoba. 17 Millionen kostete die Verpflichtung von Mainz seinerzeit in der Bundesliga. Er wurde ja nicht so richtig glücklich, dann ging es runter. Da wurde dann Córdoba auch wieder stärker. Und 16,9 Millionen Euro gab man aus für die Zweitligasaison. Da war Drexler der Mann, der am meisten kostete. Für 4,5 Millionen Euro kam er von Midtjylland. Und jetzt eben bisher 2019/2020 5,5 Millionen Euro Ausgaben. 4 Transfers gab es bisher und Verstraete, wir haben es eben gesehen, mit seinen 3,5 Millionen Euro war der bisher teuerste Neuzugang der Kölner. Das ist die Momentaufnahme in Sachen Neuzugänge. Da kann natürlich noch ein bisschen was passieren. Gehen wir auch gleich noch drauf ein, natürlich bei den Gerüchten. Jetzt schauen wir drauf, wen der 1. FC Köln abgegeben hat. Und da ist einer, den wir eben noch gesehen haben bei den Neuzugängen, den teuren damals. Gleich ganz vorne weg. Guirassy wechselt zu Amiens. Denn dort hat er, nachdem er dorthin ausgeliehen war, jetzt den Abstieg vermieden. Und das bedeutet, Amiens muss ihn kaufen für 6 Millionen Euro. Köln also einen guten Deal gemacht. Handwerker wechselt zu Nürnberg. Führich geht zu Borussia Dortmund 2. Dann
Das ist sicherlich auch noch mal ein prominenter Name, Johannes Geis. Keinen Verein gefunden. Man hatte hohe Erwartungen an den Mann, der ja schon im Umfeld der Nationalmannschaft gehandelt wurde. Aber ja, auch er verlässt Köln und hat dort auch nicht die große Zukunft gefunden. Bartels, Ersatztorwart bei Wien Wiesbaden. Dann Ostrak, eben schon erwähnt, geht nach Österreich zu Hartberg. Und Matze Lehmann beendet seine Karriere. Was kann sich darüber hinaus noch tun in Köln? Da gibt es natürlich durchaus Möglichkeiten, wie einige Spieler, die nicht so viel Einsatzzeit bekommen haben, zukünftig zu behandeln sind. Armin Fee gibt es vor über Spieler, die aktuell keine Perspektive haben. Wir haben auch eine zweite Mannschaft, die erfolgreich sein will. Es kann sein, dass der ein oder andere Spieler dann dort dabei ist. Gemeint sind die Spieler Matthias Bader, Jannes Horn, Özcan oder auch Niklas Hauptmann. Die könnten dann für die zweite Mannschaft in Frage kommen. Was kann sich noch tun beim 1. FC Köln? Es gibt jede Menge Gerüchte und gerade für die Position im defensiven Mittelfeld, da sucht man immer noch fleißig. Es könnte aber auch noch einen Innenverteidiger geben, wenn es nämlich in der Personalie Meret dann doch noch einen Verein gibt, der den spanischen U21-Europameister haben will. Spielte eine sehr gute Saison, Jorge Meret, und Ajax Amsterdam war interessiert als Nachfolger für De Ligt, aber die haben sich jetzt ja gestern den Mexikaner Alvarez geholt. Also dieser Zug scheint abgefahren zu sein, aber natürlich ist Meret immer noch interessant auf dem Markt. Wenn er gehen sollte, gibt es jetzt aktuell einen neuen Namen, der gehandelt wird beim FC, und das ist Carlos Zambrano. Der Peruaner, 30 Jahre alt, hat eine Bundesliga-Vergangenheit mit Schalke 04, mit dem FC St. Pauli und mit Eintracht Frankfurt. Aus dieser Zeit kennt ihn Armin Fee noch sehr gut. Ein rustikaler, intensiver Innenverteidiger. Er könnte kommen zu den Kölnern. Das wird jetzt kolportiert vom Express und auch aus südamerikanischen Medien. Werder und der HSV sollen auch noch dran sein. Was meinen die User? Wer könnte noch kommen? Lululu schreibt, wenn es ums finanzierbar und deutschsprachig ginge, hätte ich nichts gegen Lukas Mühl von Nürnberg. Der ist zwar auch jung, aber eher Typ Innenverteidiger, den ich mir bei uns als stabilisierendes Element vorstellen könnte. Ja, so ein bisschen Typ Carlos Zambrano. Also das für die Innenverteidigerposition. Und es gibt noch eine Baustelle, die Kölner gerne schließen wollen. Wir haben gehört, auch Matze Lehmann ist ja einfach nicht mehr dabei im defensiven Mittelfeld. Da besteht immer noch ja so ein Stück weit Handlungsbedarf. Es gibt einige Namen und einer wird sehr, sehr konkret jetzt gehandelt. Ilyes Shkiri, der soll zur Medizin Čínček mittlerweile nach Köln aufgebrochen sein, spielte zuletzt in Montpellier. 37 Spiele, 3 Tore, 2 Vorlagen, 12 Millionen Euro Marktwert. Aber laut Bild-Zeitung wird er, weil sein Vertrag nur noch ein Jahr läuft, nur 4 bis 5 Millionen Euro kosten. Seine Konkurrenten im defensiven Mittelfeld, die auch gehandelt wurden, Marvelous Nakamba aus Brügge oder auch Stefan Ilsanker von RB Leipzig, werden wohl nur als Backup-Varianten gehandelt. Ilyes Shkiri könnte kommen, und da, ihr seht es auch an der Wechselwahrscheinlichkeit, 61%. Das sieht gut aus für den 1. FC Köln, was diese Personalie im defensiven Mittelfeld betrifft. Ilyes Shkiri ist ein Mann, der dann natürlich auch für die neue Startelf von Achim Beierlorzer in Köln in Frage kommt. Da hat er durchaus einige variable Möglichkeiten. Im Tor wird es keine Abwechslung geben. Horn, der in die zweite Liga gegangen ist, Timo Horn, und jetzt wieder aufgestiegen ist, klar die Nummer 1. Dann Innenverteidiger Meret, klar, Zichos im Moment gesetzt, hat die Nase vorn vor Subic und Sörensen, aber da könnte sich ja noch was tun. Hector, auch er wie Horn, als Nationalspieler in die zweite Liga gegangen, jetzt wieder aufgestiegen. Ezebue kompliziert die Verteidigung als Rechtsverteidiger. Shkiri, das Gerücht, dann als defensiver Mittelfeldspieler, dazu Drexler und Schaub, auch sie mit guten Spielzeiten in der zweiten Liga dort gesetzt. Kainz auf der linken Angreiferposition und Schindler, der Neuzugang aus Kiel, rechts und vorne, ja. Von den drei Top-Stoßstürmern hat zurzeit Anthony Modest wahrscheinlich die Nase vorn. Aber da gibt es natürlich Möglichkeiten zur Variante im Sturm. Oder auch, wenn es mit Shkiri irgendwie nicht klappen sollte, dann vielleicht auch auf der defensiven Mittelfeldposition. Auch da gibt es natürlich mit Verstraete schon einen Mann, der dort ist und diese Position spielen kann. Möglich auch ein 3-5-2, dass Ezebue, der das auch spielen kann, etwas offensiver wird. Und vorne dann hätte man auch die Möglichkeit, noch Córdoba reinzusetzen im Sturm oder eben auch Simon Terodde, der allzu gerne einmal zeigen möchte, dass er auch ein Mann für die erste Liga sein kann und nicht nur in der zweiten Liga seine Tore erzielen.
spielen kann. So könnte dann der 1. FC Köln auftreten in der ersten Bundesliga. Wir sind gespannt, was sich noch tut auf dem Transfermarkt und wer denn dann wirklich aufgestellt wird von Achim Beierlorzer, wenn es losgeht. Insgesamt sind die User recht zufrieden mit dem, was sie bisher gesehen haben von den Kölnern. Schreibt uns auch gerne eure Meinungen. Wir haben mal stellvertretend Pierre 1982 rausgenommen. Der ist ganz angetan von dem, was bisher passiert ist. Wenn Skiri, Verstraete und Ezibue die Erwartungen erfüllen, war dies das beste Transferfenster seit Jahren. Und endlich haben wir was zum Zungebrechen bei den Namen. Also das auch noch scherzhaft hinterher. Horn zweimal, wobei Jannes wahrscheinlich nicht so viel spielen wird. Hector oder Schmitz klingt so 0815. Also, wenn es weiter nichts ist, dann kann es für Köln ja durchaus positiv in die Zukunft gehen. Wie wird der 1. FC Köln in diese Saison gehen? Wie wird dann das Team für Achim Beierlorzer aussehen? Das wird sich natürlich auch in den nächsten Tagen noch weiter manifestieren. Wir sind gespannt, ob der Aufsteiger eine ähnlich gute Rolle spielen kann wie bei seinem letzten Aufstieg. Da schaffte man ja dann tatsächlich sogar den Einzug in die Europa League. Ein Jahr später ging es runter. Wir haben für euch in der Verlinkung, wenn ihr weitere Highlights sehen wollt bei uns, weitere spannende Videos, natürlich einen Link. Und zwar oben von den Kaderplanspielen aller Bundesligisten. Und weiter unten gibt es dann auch weitere Highlights aus dem Transfermarkt-Content als Video. Also schaut weiter fleißig rein.